Grüß Enk. Ich habe heute einen spanischen Vanille-Gugelhupf gemacht. Eigentlich macht man den als flache Torte oder in so einer Rosettenform. Aber ich habe mir gedacht, das muss doch als Gugelhupf auch recht nett ausschauen. Der Teig ist ein Biskuit, der mit Marzipan und Schokostückeln verfeinert wird und von daher eben relativ leicht. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch, wie ich meinen spanischen Vanillekugelhupf gemacht habe. Für den Teig braucht man 7 Eier, eine Packung mit 200 Gramm Rohmarzipan, dann 8 Esslöffel Zucker, einen Becher Mehl, dann 3 Esslöffel Speisestärke oder ich nehme dann noch den Rest von einem Puddingpulver, was ich da noch drin habe zum Aufbrauchen. Dann Vanillezucker, entweder ihr nehmt das Innere von einer ganzen Vanilleschote oder eben großzügig Vanillezucker. Ich werde da 3 bis 4 Teelöffel eingeben. Und ungefähr 80 bis 100 Gramm grob gehackte Kuvertüre. Und für die Glasur zum Überziehen, dann braucht man auch nochmal eine halbe Tafel, also insgesamt eine Tafel. Ob das jetzt 200 oder 250 sein, ist eigentlich egal. Plus ungefähr 50 Gramm Butter. Das sind so 2 cm Scheibe ungefähr. Bevor ich mit dem Teig anfange, fette und bemehle noch die Gugelhupfform. Also ruhig gut mit Butter einfetten. Am besten geht es wirklich mit den Händen. Dann hacken wir uns noch die Schokolade. Das machen wir auch gleich. Das heißt, ich nehme die halbe Tafel für die Füllung und die halbe dann für die Glasur. Als nächstes zupfen wir uns noch das Marzipan so in kleine Stückchen, nur damit wir es dann mit dem Mixer leichter tun, das noch ein bisschen fein zu machen. Und wenn wir das jetzt alles haben, dann kann man auch schon im Backofen vorheizen und zwar auf 180 Grad in meistens Ober- und Unterhitze. Ich arbeite heute wieder mit dem Handmixer, geht aber natürlich genauso gut in der Küchenmaschine. Als erstes schlagen wir uns einmal ein ganzes Ei zu dem Marzipan dazu. Und versuchen nochmal da draus eine glatte Masse zu kriegen. Das ist schon zu viel Flüssigkeit. Also geben wir jetzt gleich noch die ersten vier Esslöffel Zucker dazu. Also das dauert ein bisschen, aber man sieht, mit der Zeit löst sich das auf. Wenn das Marzipan dann so ziemlich aufgelöst ist, ganz kleine Stückchen machen ja nichts, wenn die drin sind, dann geben wir uns die Eigelb dazu. Da trennen wir aber gleich alle. Das Eiweiß geben wir in einen Extrakessel. Und so geht es dann einfacher zum Einrühren. Also ein Eigelb nach dem anderen dazugeben und immer gut verrühren dazwischen. Wenn es dann so eine schöne, helle, cremige Masse geworden ist, dann schlagen wir uns den Schnee auf. Zum Eischnee geben wir eine Prise Salz. Das habe ich vorher vergessen bei den Angaben. Und schlagen das einmal so weiß schaumig. Und dann geben wir uns in Portionen weitere 4 Esslöffel vom Zucker dazu. Und dann so lang schlagen, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Wenn sich dann der Zucker aufgelöst hat und man keine Kristalle mehr spürt
und der Eischnee so einen schönen matten Glanz hat, dann passt es ja schon derweil. Dann rühre ich da gerade noch den Vanillezucker ein. Das wäre ja das Wichtigste, das habt ihr bald vergessen, für den Vanillekugelhopf. Tun wir mal großzügig 3 Teelöffel ein. Mein Vanillezucker ist ja recht intensiv, also denke ich, dass das genügen wird, und rühre das nochmal gut auf. Dann können wir mit dem Schneebesen weitermachen oder mit der Teigharte, je nachdem, was ihr lieber habt. Dann geben wir uns ein bisschen was von der Eischneemasse zur Eigelbmasse. Rühren das ein bisschen zügig unter. Dann geben wir die Eigelb-Marzipanmasse zum Eischnee dazu. Und das rühren wir dann nur grob unter. Wenn das dann so halb drunter ist, dann sieht man noch das Mehl drüber. Also einen Becher, so locker gefüllt. Und 3 Esslöffel von der Speisestärke. Also ich mache jetzt da mal mein Puddingpulver fertig. Das sind gut 2 Esslöffel. Und jetzt gebe ich halt noch einen Esslöffel von der Speisestärke dazu. Wenn es keinem ist, könnt ihr alles nur mit Puddingpulver machen. Ihr könnt das ganze Sackerl dazu geben. Oder eben 3 Esslöffel Speisestärke. Das kommt auch noch rein. Und dann wieder locker unterheben, wie immer beim Biskuit. Schön langsam arbeiten, nichts übereilen oder hudeln. Schön locker, damit so viel Luft wie möglich da drin erhalten bleibt. Und wenn das Mehl dann schon fast ganz drinnen ist, dann geben wir uns noch die Schokolade dazu. Und verteilen die gerade ein bisschen da drin noch. Und jetzt kann man schon einfüllen in die Kugelhupfform. Und so kommt er jetzt in den Ofen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang, aber ich schätze mal 40 Minuten. Wenn ich ihn rausholt, dann sage ich euch, wie lange es bei mir gedauert hat. Während der Kuchen im Ofen ist, kann man schon die Schokolade für die Glasur vorbereiten. Die kann man einfach in kleine Stückchen brechen. Und die können wir dann, wenn der Kuchen abgekühlt ist, zergehen lassen. Bei mir war der Kugelhupf jetzt 40 Minuten im Ofen. Er gibt einen leichten Widerstand, und wenn ich die Nadelprobe mache, spüre ich schon, dass das ein bisschen fest ist. Es bleibt da nichts mehr hängen. Ich habe müssen nach 10 Minuten schon so eine Alufolie drüber geben. Wichtig, mit der glänzenden Seite nach oben.
damit er mal nicht verbrennt, weil er nach 10 Minuten schon Farbe angenommen hat. Jetzt lass ihn da gerade mal so 10 Minuten auskühlen, damit er sich ein bisschen zusammenziehen kann. Und dann lässt er sich leichter aus der Form auslösen. Der Gugelhupf ist ein bisschen abgekühlt. Jetzt schneide ich mir nur das Überstehende, das ein bisschen übergangen ist, weg. Und jetzt lässt man so überkühlen noch. Während der Kuchen jetzt abkühlt, können wir schon die Schokolade zum Schmelzen bringen. Ich habe da einfach im Wasserkocher Wasser aufgekocht und stelle mir da die Schokolade drüber. Rühre immer wieder ein bisschen um und schmelze da oben. Wenn die Schokolade dann ganz geschmolzen ist, dann können wir die Butter dazugeben und da drinnen auflösen. Und die lassen wir jetzt aber auch ein bisschen abkühlen. Also wenn man den Boden angreift von der Schüssel, das geht bei Metallschüsseln gut, dann soll er sich kalt anfühlen. Nicht warm, jetzt ist er noch warm, sondern soll sich kalt, kälter als die Hand anfühlen. Nachher kommen wir ungefähr auf die richtige Temperatur hin. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, ab wann man glasieren kann, ist gar nicht so leicht. Weil ist die Schokolade zu warm, dann ist sie zu dünn auf dem Kuchen und wenn sie zu kalt ist, dann fließt sie nicht schön ab. Ich versuche es jetzt einmal, ich streife den da ab und sie rinnt jetzt langsam in dicke Streifen wieder zurück. Ich denke, das müsste gehen. Ich tue es zum Glasieren lieber auf so einen Totenretter raue, weil ich dann eventuell von unten nochmal Schokolade auerziehen kann. Und dann schön langsam übergießen. Ich werde jetzt den Spatel verwenden. Da haben wir jetzt recht eine dünne Schicht drauf, aber so ist jetzt alles aufgebraucht. Ich brauche nichts wegschmeißen oder aufheben. Und jetzt lassen wir noch die Schokolade stocken. So, die Schokolade ist jetzt schön fest geworden. Jetzt heben wir ihn gerade noch auf die Kuchenplatte und schneiden ihn an. Dann schneiden wir ihn noch an. Das geht immer besser, wenn das Messer mit heißem Wasser vorgewärmt wird. Dann natürlich abwischen, immer wieder. Und so schaut der Gugelhupf jetzt von innen aus. Dann sage ich wieder einmal danke fürs Zuschauen. Ich werde mir jetzt mit einem Schalerle Kaffee schmecken lassen und soll zum Probieren. Wünsche euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.